Ja, moin, moin, hallo, ich bin's, euer Rave. Ich melde mich mal wieder zurück mit einem kleinen Video, und zwar einem kleinen Squad-Builder rund um Robben. Genau, Alien Robben habe ich jetzt letzte Tage mal gezogen und dachte mir, komm, warum wir mal einen Squad um ihn? Das Ganze wird passieren im 3-4-2-1. Und ich würde sagen, wir fangen hinten mit der Innenverteidigung an. Dort haben wir einmal auf der rechten Seite Jerome Boateng vom FC Bayern, grundsolide. Dann in der Mitte, Moment, jetzt nimmt das nicht, jetzt aber haben wir Dante, auch vom FC Bayern München. Und als linken Innenverteidiger nehmen wir David Luiz vom FC Chelsea. Somit haben wir schon mal eine starke Dreierkette. Alle kopfballstark, alle eine gute Körperstärke, außer David Luiz vielleicht. Der macht halt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Er ist einfach immer noch super. Als rechten Mittelfeldspieler haben wir Thomas Müller vom FC Bayern München mit dem Architekt Chemistry 2. Sehr beweglich, obwohl er relativ bullig ist. Ist er trotzdem sehr beweglich, hat 82 Tempo, 81 Schuss, 81 Passen, 74 Kopfball durch den Architekt. Reicht auf jeden Fall fürs rechte Mittelfeld. Die Pässe sind auch okay. Sind nicht die besten Pässe, aber naja, irgendwie kriegt das immer hin. Dann gehen wir zum rechten zentralen Mittelfeld. Dort haben wir auch vom FC Bayern Toni Kroos. Viele sagen vielleicht, als ZM ist er nicht so gut besetzt wie als ZOM. Mag sein, aber er hat 85 Pass, 83 übrigens, 83 Schuss, das heißt, er kann nochmal aus zweiter Reihe abschließen. Läuft auch ein Stück mit weit nach hinten, also ist auch in der Defensive, hilft er manchmal aus. Und jetzt kommen wir dazu, warum es ein Hybrid ist. Also es ist ein kleines Hybrid, muss man einfach sagen, ist nicht großartig über mehrere Ligen, aber als zweiten Zelm haben wir Mesut Özil mit 85 Klasse, 87 Dribbling, auch nur 55 Kopfball. Er ist eher der Spieleröffner, der die Pässe spielt, der den Ball im Mittelfeld erobern kann und dann auf die Außen weitergibt. Als LM, wen sollen wir da auch anderes haben? Den lieben André Schürrle. Ja, super Talent, super Karte und einfach nur geile Werte für 80 Overall. 88 Tempo, 82 Schuss, 84 Dribbling. Einfach hervorragend. Ist natürlich die Frage, wen kommt als erster im Sinn für LS? Mir kam Podolski zum Beispiel in den Sinn, aber dort haben wir Ashley Young. Als RAS natürlich um den Spieler, jetzt geht das hier nicht, so, um den Spieler, um den es sich handelt, Arjen Robben, der fliegende Holländer. Jetzt könnte man jetzt natürlich noch umdrehen, Young wegnehmen und dann zum Beispiel den Kießling Sturm und LS Podolski. Hat mir allerdings nicht so gut gefallen. Deswegen haben wir hier vorne Ashley Young und als Stürmer Hernandez, auch bekannt als Chicharito. Im Tor haben wir dann noch den Herrn Weidenfeller von Borussia Dortmund. Auf jeden Fall, das ist das Team. Ohne Robben kostet es knapp 90k, mit Robben 450k auf der PS3. Und ja, das war auf jeden Fall der Squad Builder. Wenn ihr mit dem Team spielt, schreibt mir doch mal, wie fandet ihr das Team? Also wenn ihr es testen solltet, wie glaubt ihr, könnte man das verbessern oder umstellen? Mir persönlich gefällt das Team sehr gut. Es ist konterstark und in der Defensive habe ich auch keine Probleme mit einer Dreierabwehr. Das liegt wahrscheinlich einfach an meinem Spielstil, aber jeder hat natürlich einen anderen Spielstil. Natürlich möchte ich das Video noch als Infovideo benutzen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Wir haben jetzt den 20. Januar, nächsten Monat werde ich mir eine Elgato zulegen. So zum 10. Februar. Ab da werde ich wieder Ingame-Content liefern. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Videos zu rendern bei einem Bekannten. Das heißt, ich nehme zu Hause auf, schneide es vor, produziere vor und bei ihm werde ich dann einfach nur rendern. Und wenn das alles so klappt, dann haben wir spätestens am 15. Februar quasi so eine Art Relaunch von Let's FIFA mit eurem Rave HD. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Hoffe, ihr seid dabei. Bis denn. Ciao, ciao, euer Rave HD.